Hallo, die Tina hat mich gefragt, was man machen sollte, wie man den Schlag aus dem nassen Bunker überhaupt spielen sollte. Okay, so die Frage ist total spannend und interessant. Und ja, wie genau spielt man sie? Diesen Bunkerschlag übt man nicht wirklich. Und dann liegt der Ball im nassen Sand. Da sieht man, wie nass es ist. Heute ist der 6.8. hier in Ostfriesland. Und es ist wirklich, oh, das hat gegossen heute. So, ich spiele den Ball ziemlich dicht an der Kante. Die Bälle sind alle hier leicht eingebettet. Und nun, die Frage ist, wenn ich diesen Schlag mache, sollte ich versuchen, den Ball mir mit der Kante, ach Quatsch, sollte ich versuchen, in den Sand mir mit der Kante, mit der vorderen Kante zu gehen, oder sollte ich wie immer Bounce benutzen im Bunker? Wenn man darüber nachdenkt, man denkt, nasser Bunker, irgendwie härterer Sand. Aber wenn es gerade geregnet hat, ist der Bunker, sind die meisten Bunker, je nachdem wie der Sand ist, aber die meisten Bunker sind dann noch weicher. Guck mal, wie der Schläger einfach in den Sand verschwindet. So, der Gedanke, steil rein zu schlagen, und das ist meine Erfahrung, dass Golfer das tun, ist recht gefährlich. Ich werde jetzt schön steil in den Sand gehen. Das ist mir gelungen, aber das kann sehr leicht passieren, dass der Schläger hängen bleibt. Und wenn die Bunkertechnik, die eigene Bunkertechnik nicht stimmt, zum Beispiel, oder die Schwungtechnik, wenn man ein bisschen außen innen schwingt, dann passiert sowas. Was ich vorschlage, ist Folgendes. Ich lege den bei mir hier hin, damit du mich besser sehen kannst. Okay. Ist, das Blatt hier zu öffnen und den Bunkerschlag eher zu spielen, als ob der Sand ganz weich wäre. Klar, wenn es geregnet hat und über Nacht war, gab es viel Wind, könnte es passieren, dass der Boden hart wird. Und dann würde ich die Schlagfläche nicht öffnen, sondern eher ein bisschen gerade stellen. Aber bei diesem richtig weichen, nassen Sand würde ich ihr den Ball wie beim weichen Sand spielen. So, ich habe die Schlagfläche offen. Ich stehe breit wie normal und habe den Ball ganz leicht vorne im Stand. Und ich werde darauf achten, dass ich mir, also dass ich nicht zu steil in den Sand gehe, dass mein Eintreffwinkel nur leicht steil ist. So von hinten leicht nach unten. Und ja, ich werde den Schlag gefühlvoll spielen. Mein Schläger kam dazwischen ziemlich gut durch den Sand durch. Das erwartet man nicht am Anfang. Ich stelle die Kamera jetzt da oben, mache einen Bunkerschlag und dann kannst du sehen, wie der Ball reagiert aus dem Bunker, wie ob er Spin hat oder ob er weit rollt. Okay, bis gleich. So, noch einmal mit ihr weiche Technik. Nicht zu steil rein. Und der Ball hatte ziemlich viel Spin. Okay, so nächstes Mal, wenn du eine ähnliche Situation hast, übrigens, das ist das Grün vom Loch 4 im Golfclub Lüttelsburg, mein neues Golf zu Hause, dann hack nicht zu viel. Benutze bitte eine gute Bunkertechnik, komm nicht zu steil rein. Und diese Bunkerschläge kann Tina und kannst du gut meistern. Tschüss.